Vor fast 200 Jahren hat es angefangen mit einer kleinen Landbackstube. Heute backt Koppenrath Feingebäck für 60 Länder weltweit. Alles hat sich seither geändert. Geschmäcker, Kekse und Gebäck in jeder Form, im Kleinen für Privathaushalte oder im Großen für die Industrie. Auch zuckerfrei, bio, vegan, das ganze Portfolio. Was sich seit den Anfängen aber nicht verändert hat, ist, wie Sie hier sagen, der Anspruch an Qualität. Und das in sechster Generation. Mein Vater hat an seinem Sterbebett mir eine Botschaft mitgegeben, hat die mich dann zu sich gebeten, hat gesagt, du hast eine einzige Aufgabe, wie du den Betrieb führen sollst. Und dann habe ich so gedacht, was kommt jetzt? Und dann hat er mir gesagt, meine Aufgabe besteht darin, dass diese Leute, die zu uns kommen, gerne zu uns kommen und gerne bei uns arbeiten. Dafür musst du sorgen. Und da habe ich lange darüber nachgedacht, was das bedeutet. Für jemanden, der zu uns kommt, das heißt im Klartext, er muss sich nicht nur wohlfühlen, weil er einen ordentlichen Arbeitsplatz hat, weil er sich weiterentwickeln kann. Nein, auch das Salaris muss stimmen, es muss die ganze Umgebung stimmen. Und so war es immer meine Aufgabe, nicht unbedingt jedem es recht zu machen, sondern für jeden eine Möglichkeit zu schaffen, sich zu entfalten. Auf ihn einzugehen, Regeln zu schaffen, die für alle akzeptabel sind. Und das ist, denke ich, sehr gut gelungen. Und so arbeiten wir auch sehr stark in einem Team zusammen, die zusammenhalten im Rahmen einer Familie. Und deswegen sind wir auch so sehr erpicht, dass dieses Wort Familienbetrieb sehr deutlich nach vorne zu stellen ist für uns. Hier hat damals alles mal mit der Firma Koppenrath angefangen als kleine Landbäckerei. Und als es hier eben zu klein wurde ja die Fabrik erbaut und im Jahre 2008 hat der Andreas Koppenrath dann hier die Schulbäckerei eingerichtet und hier empfangen wir, wie gesagt, jeden Tag verschiedene Besuchergruppen, denen wir dann eben das traditionelle Handgebäck von früher ein bisschen darstellen und auch nahebringen. Eigentlich im Großen und Ganzen unser klassisches Hausgebäck aus dem Ofen, die wir mit Zuckermehl, Fett herstellen. Ganz das, was der Konsument gewöhnt ist, mit sehr alten Rezepturen, teilweise 60, 70 Jahre alt. Aber eben auch große Mengen Spekulatius. Wir sind sehr stark im Spekulatiusgeschäft. Des Weiteren machen wir sehr viel für den Endverbraucher, die halt eben Einschränkungen haben. Zuckerfrei, glutenfrei, eifrei, sodass halt der Kunde aus unserem Portfolio auswählen kann. Wenn wir beispielsweise die Spekulatius nehmen, das sind so ca. 6 Millionen Spekulatius, die an einem Tag hier vom Band gehen und verpackt werden. Wir stellen weltweit her, also wir haben bis zu 60 Länder, die wir beliefern. Und insofern ist das Portfolio halt eben, was wir produzieren, sehr groß. Nachhaltigkeit spielt bei uns in der Produktentwicklung eine sehr große Rolle. Wir achten stets darauf, dass wir Rohstoffe verwenden, die es auch nachhaltig angebaut gibt. Zum anderen sehen wir auch zu, dass wir den Plastikanteil in unseren Verpackungen verringern. So haben wir seit den 90er Jahren in der Entwicklung einen Papierblister, der mittlerweile in all unseren Koppenrath-Produkten enthalten ist. Zum anderen Plastikbesteck zu ersetzen durch eine Keksvariante, zum Beispiel einen Kekslöffel, wo ich den Kaffee oder Tee umrühren kann und danach auch als Keks genießen kann. Oder aber für die To-Go-Variante ein Kaffeestick in zwei verschiedenen Größen, um den Kaffeebecher umzurühren und auch diesen danach verzehren zu können. Also bleiben ist der Anspruch. Also das, was wir täglich hier machen, muss wirklich gut sein. Das ist ein Kriterium von dem, was wir machen wollen. Heute stecken wir doch mehr die Köpfe zusammen und haben mehr Kommunikation. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, nicht von heute auf morgen zu sagen, okay, hier ist der Betrieb und alles, was dazugehört, ich halte mich ab jetzt raus, sondern dass man da immer noch irgendwo miteinander zusammen agieren kann. Gerade in der Anfangsphase, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn ich dann wirklich die Verantwortung habe, dass ich
immer noch zu jeder Zeit bei Rückfragen auf Papa zukommen kann. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen. Also ich glaube, es ist ihm eher eine Freude, wenn ich dann doch noch mal Fragen habe und auf seine Meinung auch zähle. Ein modernes Unternehmen zeichnet sich meiner Meinung nach dadurch aus, dass eben nicht mehr diese klassischen Hierarchien herrschen, sondern vielmehr es alles irgendwie auf einer Ebene herrscht. Also dass dieses Miteinander eben da ist, dass man auch in allen Bereichen irgendwo mitsprechen kann. Also das hat mein Vater mir auch sehr gut vorgelebt jetzt. Dieses moderne oder aber auch dieses Traditionsunternehmen als Familie kann man da sehr gut kombinieren.